wird sich verändern oder hat sich schon verändert? Ich möchte behaupten, sie hat schon verändert. Sie hat in vielen Bereichen verändert, sei es in Fragen der Finanzgebaren. Wir lesen immer wieder, Sparkassen schließen ihre Filialen, Banken schließen ihre Filialen. Es ist ja nicht deshalb, weil Menschen weniger Geld haben oder mehr Geld zur Verfügung haben. Es kommt daher, weil wir Menschen andere Techniken nutzen. Das bargeldlose Überweisen über das Internet ist heute weltweit möglich. Es gibt eigene PC-Cash-Systeme, eine eigene Währung, in der hier gearbeitet wird. Ob das alles gut, ob das alles in der Form richtig ist. Ich glaube, hier ist auch noch ein bisschen Handlungsbedarf, das alles in die richtigen Wege hineinzubringen. Aber das ist passiert zurzeit schon. Und es geht einfach weiter. Sehen wir uns den stationären Einzelhandel an, den Lebensmitteldiscounter vor Ort, den Facheinzelhändler, der ein Elektroprodukt verkauft. All diese Produkte brauche ich mir nicht mehr im Geschäft anschauen. Ich gucke mir das auf meinem Bildschirm zu Hause an oder gucke mir das auf meinem Handy in der Straßenbahn unterwegs an, weil ich gerade 5 Minuten Zeit habe, stelle fest, das Produkt ist für mich interessant, ich tätige den Kauf. Oder gehen wir noch weiter, das Drücken der Schulbank. Ist es heute erforderlich, dass ich mein Studium in der Form mache, dass ich irgendwo im Hörsaal der Uni sitze, oder kann ich dies vor meinem PC machen, indem ich dort meine Arbeiten erhalte, indem ich dort meine Lernstunden absolviere? All das passiert und diese Entwicklung wird weitergehen. Die wird genauso weitergehen in den handwerklichen Arbeitsprozessen, das Einrichten von Maschinen, die Handhabung von Maschinen. Also ich denke, wir sind auf dem Weg, nur die technischen Voraussetzungen, die müssen natürlich auch jetzt nachfolgen oder verbessert werden. Siehe Glasfaserkabel, Bandbreitennetz und was es da alles in diesem Sektor gibt. Also da ist sicherlich in einigen Bereichen, gerade auch wo ländlich strukturierte Bereiche sind, erheblicher Nachholbedarf. Wir hier in den Großstädten haben da sicherlich schon deutliche Vorteile. Aber das muss natürlich für alle Menschen erreichbar sein, wenn wir diese Qualitäten, die das moderne, digitale Wesen mit sich bringen kann, auch für alle nutzbar machen wollen.